Dürfen wir vorstellen, das ist Kaidon. Der Kurzhaarträger ist nicht nur Hauptdarsteller des Action-Rollenspiels Das schwarze Auge Dämonikon, sondern soll laut Entwicklerstudio Numena auch als Beispiel dafür dienen, dass DSA-Protagonisten fernab der mittelalterlichen Aventurien-Idylle durchaus innerhalb moralischer Grauzonen handeln können. Wir haben die Alpha-Version angespielt und können jetzt schon sagen, dass Dämonikon mit klassischem DSA-Rollenspiel weniger am Hut hat als Bayern mit der Prohibition. Vielmehr setzt das Spiel ähnlich wie The Witcher auf ein Dark-Fantasy-Setting mit knüppelharten Entscheidungen und actionlastigen Kämpfen. Von Kaidons Schnetzler-Qualitäten konnten wir uns schon persönlich überzeugen. Zwar wirken die Kämpfe anfangs etwas chaotisch, da wir unsere Gegner nicht direkt anvisieren können, nach kurzer Eingewöhnungsphase geht der Schwertertanz aber recht gut von der Hand. Die taktische Tiefe eines Dark Souls erreicht Dämonikon dabei allerdings nicht. In der von uns angespielten Version konnten wir Kaidon übrigens nur mit dem Gamepad steuern. Numena verspricht für die finale PC-Version aber ein komplett an Maus und Tastatur angepasstes Interface. Damit die Klopperei nicht zu eintönig wird, bekommen wir einen dicken Haufen unterschiedlicher Spezialschläge und magischer Attacken spendiert. So betäuben wir unsere Feinde mal schnell mit der sogenannten Eislanze, stoßen sie mit einer Nova zurück oder erhöhen unsere Angriffsgeschwindigkeit. Beim Gegnerkloppen kommt der Kombozähler ins Spiel. Je mehr Treffer wir ohne Unterbrechung landen, egal ob mit Schwert oder magischen Attacken, desto mehr Essenzen bekommen wir wieder gutgeschrieben, die wir wiederum zum Zaubern nutzen. Zwar verbrauchen auch Spezialattacken Energie, wie zum Beispiel dieser Rundumschlag, diese lädt sich allerdings automatisch wieder auf. Zu Spielbeginn stehen uns solche Protzereien natürlich noch nicht zur Verfügung, sondern müssen erst rollenspieltypisch freigeschaltet werden. Für erledigte Gegner und Quests erhalten wir Erfahrungspunkte, die wir in verschiedenen Bereichen investieren können. Neben Werten wie Stärke und Geschicklichkeit, die sich im Kampf auswirken, können wir auch Fertigkeiten wie Überredungskünste oder Schlösser knacken, die fernab des Schlachtfelds nützlich sind, aufbessern. Außerdem steht uns eine umfangreiche Anzahl verschiedener Kampftechniken zur Verfügung. Neben passiven Talenten wie Ausweichmanöver lassen sich hier auch die bereits erwähnten Spezialschläge freischalten. Diese aktiven Fertigkeiten können wir übrigens nochmal aufbessern. Der mächtige horizontale Hieb lässt sich zum Beispiel zusätzlich mit einer 50%igen Chance auf kritischen Schaden ausstatten. Enttäuscht sind wir allerdings von den Zaubersprüchen. Die können wir zwar in mehreren Stufen verstärken, bisher stehen aber nur 4 zur Verfügung, ein bisschen wenig für unseren Geschmack. Fans komplexer Charaktererstellung gucken übrigens in die Röhre. Über Rasse, Geschlecht und ähnliches können wir in Dämonikon nicht entscheiden. Ein kleines Beispiel zum Thema moralische Entscheidungen haben wir auch schon zu Gesicht bekommen. Hier schlagen wir uns mit einem Kannibalen der muskelbepackteren Sorte rum. Nach mehreren Kampfphasen ist der Testosteron-Fanboy schließlich bezwungen. Jetzt haben wir die Wahl. Entweder wir töten den Kerl, nehmen dadurch aber den Tod einiger Dorfbewohner in Kauf, die der DSA Schwarzenegger quasi als Vorratssnack in Käfigen hält, oder wir lassen das Menschenfresserchen laufen. Zum Dank bekommen wir dann zwar die Käfigschlüssel, riskieren aber auch, dass der Human-Gourmet auch morgen wieder kräftig zubeißt. Wir entscheiden uns für die Option Schwert durch Oberkörper, bekommen eine schlichte Zwischensequenz vorgesetzt und siehe da, das Dorf schmückt jetzt einen Menschenauflaufliebhaber am Kreuz. Dafür können uns einige der Dorfbewohner jetzt nicht mehr sonderlich gut leiden. Schließlich waren ihre Familienmitglieder unter den Gefangenen. Was passiert wäre, wenn wir das personenverschlingende Muskelmonster am Leben gelassen hätten und wie schwerwiegend die Entscheidungen für den späteren Spielverlauf sind, darüber schweigen sich die Entwickler momentan noch aus. Ebenso wie über große Story-Details. Bisher macht Dämonikon einen soliden Eindruck. Klar, Grafik und Animation sind momentan nicht das Gelbe vom Ei und auch die Steuerung könnte noch Feinschliff vertragen. Allerdings handelt es sich bei der von uns gespielten Fassung ja auch um eine frühe Alpha-Version. Ob aus Dämonikon tatsächlich ein deutsches The Witcher wird, lässt sich bisher noch nicht beurteilen. Potenzial hat das Action-Rollenspiel aber allemal.